liebe Zuschauer, willkommen zu meinem neuen Video. Heute dürft ihr mich auf die Fahrt nach Lauterbrunnen begleiten. So, wir liegen ca. 263 Kilometer entfernt von Lauterbrunnen und wir haben diesmal die Strecke Karlsruhe-Basel genommen. Da wir noch nie die Strecke gefahren sind, haben wir diesmal dafür entschieden. So, jetzt haben wir kurz Kaffeepause. Wir haben uns angehalten, sind ca. 1,5 Stunden gefahren und hatten Hunger. Wir haben kein Frühstück gehabt und jetzt warten wir auf unseren Kaffee, weil alles geschlossen war und wir dürften kein Frühstück kaufen. Erstmal so. Also jetzt sind wir gar nicht mehr so weit weg von Basel. Wir erreichen gleich die Grenze Schweiz. So wie ihr sehen könnt, wir sind problemlos durchgefahren und wurden auch nicht angehalten oder kontrolliert. Jetzt sind wir in Basel. Die Stadt ist eigentlich an sich schön. Ich konnte nicht viel filmen, weil sehr viele LKWs im Weg waren. Und jetzt sind wir etwas weit gefahren und genießen, wie ihr sehen könnt, das Wetter und die Fahrt. Zum Glück hatten wir kein Regenwetter. Ich finde persönlich, im Regenwetter zu fahren ist noch schlimmer als im Schneewetter. Wir sind beide natürlich gefährlich. Jeder findet eine oder das andere besser. Aber ich finde bisher Schneewetter noch okay. Noch okay. Also ich sage hier nicht, dass es komplett okay ist, aber noch. So, jetzt werden wir hier kurz anhalten. Wie ihr sehen könnt, so eine wunderschöne See hier. Region Interlaken. Interlaken ist ein sehr schöner Ort zwischen zwei Seen. Und wir befinden uns gerade auf dieser Seite bei Thunsee. Und auf der anderen Seite liegt auch noch mal eine sehr schöne See. Den weiß ich nicht, wie der heißt. Aber ich werde in meinem nächsten Video auf jeden Fall euch zeigen. So ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Ich habe es gesehen, dass viele von euch haben leider meinen Kanal immer noch nicht abonniert. Jetzt ist die richtige Zeit. Bitte geht und abonniere meinen Kanal, um mich weiterhin zu motivieren. Ich werde mich sehr freuen und mit großer Freude noch weitere Videos bearbeiten und hochladen. Wir sind in Lauterbrunnen angekommen. Ihr Lieben, die Strecke war sehr schön, mir hat das sehr gefallen. Wegen Schneesturm kann man leider nicht viel sehen. Also links sind Berge und rechts Wald. Man sieht von den beiden Seiten nicht viel, außer die Bäume, die nah dran sind. Aber wenn wir jetzt gerade nach links abbiegen, dann könnt ihr mal ein bisschen von den Berg sehen. Es sieht doch sehr traumhaft aus, oder? Jetzt würde ich euch sagen, genießt mal ein bisschen davon. Jetzt haben wir uns kurz angehalten, um zu schauen, in welche Richtung wir weiterfahren, da unser Navi wegen dem Internet nicht funktioniert. Kleine Erinnerung nochmal für euch, bitte vergesst nicht zu abonnieren, abonniere jetzt und bleibt bis zum Schluss noch dabei. Wir fahren jetzt gerade durch die kleine hübsche Stadt Lauterbrunnen. Wie ihr sehen könnt, die Stadt ist sehr angenehm und sehr hübsch. Ich werde auf jeden Fall im Sommerwetter hier mal vorbeischauen. Es sieht im Winter schon so schön aus und sehr angenehm aus. Dann werde ich auch mal im Sommer mal vorbeischauen. So, wie ihr sehen könnt, man kann nicht auf ein gutes Wetter hoffen. Dann lieber mal vorsichtiger und langsamer fahren. Und wir achten gerade richtig drauf, dass wir nicht schneller sind. Ich wollte schon seit längerem nach Lauterbrunnen und möchte so ein paar Stellen besuchen, aber jetzt weiß ich nicht, ob wir da jetzt heute können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit oder wo es liegt. Mal sehen, lass uns doch überraschen. Was für ein Glück und Zufall, dass wir genau da angekommen sind, wo wir eigentlich hin wollten, in Jungfrauregion Lauterbrunnen. Wisst ihr was? Das ist genau dieselbe Seilbahn, die ich die ganze Zeit nehmen wollte, die zu Trillwalk hinfährt. Aber leider ist es nicht mehr möglich hochzufahren, da wegen dem Schneesturm alles gesperrt ist. Man kann bis zu einer bestimmten Höhe fahren, das heißt zu Station 3.
Dann schauen wir mal, was wir hier so noch heute hinbekommen. Ich bin mal gespannt. Lasst uns sehen. Jetzt zeige ich euch, wie man hochfahren kann. Also hier ist ein Gondel, da kann man bis zu Station 1 fahren. Station 1 ist ganz an der Spitze. Wir dürften aber nicht bis zur Station 1 fahren. Wir dürfen nur bis zur Station 3 fahren, also relativ unten. Aber wir haben gedacht, lass uns doch mal ein bisschen schauen. Hier sind unsere Tickets da. Die Tickets waren halt auch etwas teuer. Also wir haben insgesamt zu dritt, glaube ich, über 50 Euro bezahlt. Und jetzt fahren wir mit dem Gondel hoch. Man kann bis zur Station 1 fahren, wie gesagt, aber leider nicht möglich. Und jetzt sind wir eingestiegen, wie ihr sehen könnt, hier sind nicht mehr so viele Leute da, aber jetzt sind wir einmal umgestiegen und da sind ein paar Leute mit dabei, also Menschen. Und jetzt könnt ihr von oben sehen, wie es so aussieht. Mein Wunsch war, hier Drohne zu fliegen, ist aber leider nicht möglich wegen dem Schneesturm. Deshalb müssen wir damit jetzt zurechtkommen und keine Drohne fliegen. Wir nehmen einfach so auf. Ihr Lieben, wir sind oben auf Station 3 angekommen. Wie ihr sehen könnt, hier liegt noch mehr Schnee und viel mehr als unten. Unten war ja auch heftiger Schnee, aber hier ist genauso viel oder mehr vielleicht. Hier ist ein Plakat, wo man halt die Station erkennen kann und danach sich orientieren kann. Hier gibt es auch Aktivitäten sowie Wintersport, was gerade, glaube ich, nicht alles auf hat, aber es sind viele da, die Schlitten oder Ski fahren wollen. Wir haben beschlossen, hier weiter spazieren zu gehen, da wir keinen Schlitten oder Ski fahren wollen. Man kann hier aber auf jeden Fall Schlitten ausleihen, wenn man nicht dabei hat. Ski weiß jetzt nicht, ob man das noch ausleihen kann, aber ja, man kann hier nochmal fragen. Und hier seht ihr rechts von mir ein kleiner süßer Brunnen, der mit Schnee verdeckt ist. Es sieht wunderschön aus und es fließt Wasser durch. Wie ihr so sehen könnt, hier sind so kleine Häuser, so Gaststätte und Ferienwohnungen oder Ferienhäuser. Man kann hier auf jeden Fall was mieten, wenn man so will. Ich würde aber nicht so gerne empfehlen, weil die sind wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer. Man kann auch ein Hotel hier buchen, unten, wo wir angekommen sind, im Parkplatz in der Nähe oder ein bisschen so ein halbes Kilometer entfernt von hier. Man kann gute Hotels. So kurz und sich umgucken möchte, aber sonst hier sind so kleine Häuser, die sind relativ teuer wahrscheinlich. Also ich kenne die Preise erstmal nicht, aber ich weiß ganz genau, bei solchen in solchen Orten, wo halt so richtig commercial sind, sind die Wohnungen oder wir könnten leider hier nicht viel machen.
da ist alles geschlossen war, die Hotels oder Restaurants, wo man halt vielleicht nochmal einen Kaffee trinken kann, waren alle geschlossen, also wegen Corona-Zeit. Deswegen sind wir so ein bisschen im Schnee geblieben, haben ein bisschen Spaziergang gemacht und ein bisschen noch rumgeguckt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen dann in 15 Minuten wieder runter, weil der Gondel fährt immer jede 15 Minuten. Und ja, ihr könnt auch noch ein bisschen mitgenießen und wir sehen uns gleich wieder unten. Sehen könnt. Hier haben die ein bisschen Schnee weggeräumt, damit man überhaupt ein bisschen laufen kann. Ich möchte unbedingt so diese Brücke rüber. Alle anderen sind zum Auto gelaufen, denn es ist wahrscheinlich kalt. Ich wollte noch hier hin, egal wenn meine Schuhe jetzt auch nass werden, obwohl ich Stiefel anhab. Aber wir sind jetzt da, dann schauen wir uns mal doch ein bisschen mehr an, wenn es auch kalt ist. Ist halt Winter, ist es halt kalt. So, jetzt wie ihr sehen könnt, der kleine Fluss ist eingefroren und sieht wunderschön aus. Also schöner kann es nicht werden. Ich liebe einfach die Natur. So ihr Lieben, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen jetzt leider hier rausfahren, damit wir rechtzeitig da ankommen, wo wir als nächstes hinfahren. Ich sag euch erstmal nicht, wo wir als nächstes hingehen. Das wird für euch jetzt eine Überraschung sein. Ihr werdet in meinem nächsten Video erfahren. Und ich wünsche euch eine angenehme und schöne Zeit. Bleibt gesund und vergesst bitte nicht zu abonnieren und zu kommentieren. Wenn euch was gefällt, sagt es mir. Wenn es auch nicht, dann könnt ihr auch gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ich bin auf dem Weg, mich zu bessern und durch eure Kommentare kann ich sehen, was euch so interessiert und was ihr gerne sehen wollt. Dann bis später, bis zum nächsten Mal. Ciao!